willkommen beim Tasting Nerd. So, heute mal wieder endlich ein Whisky und zwar den Craigellachie 13. Und den werden die meisten natürlich schon kennen. Aber dieser hier ist in einem Armagnac-Fass nachgelagert. Und erstmal die Hard Facts. Also der hat 46 Volumenprozente. Das finde ich immer ganz angenehm. 46 ist auch die Prozentzahl, bei der nicht mehr kühl gefiltert werden muss und auch meistens nicht kühl gefiltert wird. Das gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen so einen kleinen Kick. Da werden also die winzig kleinen, eigentlich nicht sichtbaren Schwebstoffe nicht rausgefiltert, die da noch drin sind. Und was die so mit dem Geschmack tun, das ist auch so ein bisschen so eine Glaubenssache. Aber hier muss man nicht viel glauben, hier ist es einfach noch drin. Da steht auch nicht drauf, dass der gefärbt ist, also sollte er auch nicht gefärbt sein. Der hat eine schön goldene Farbe, weiß ich, ob ihr das so sehen könnt. Und ganz klar, das Logo, oder wie gesagt, das ganze Cover ist ganz klassisch Craigellachie. Und dann wurde auch so ein wenig in Art von den Armagnac-Flaschen, die man so kaufen kann, da wird ja gerne so ein bisschen wie handschriftlich das Ganze draufgeschrieben. Das sieht da auch so aus. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Also die Flasche, klassisch und schick und schön. Und es hat mich wirklich ein wenig geflasht. Ich mag Craigellachie sehr gerne. Und ich bin eigentlich auch ganz Armagnac und Cognac affin. Früher dachte ich, Armagnac wäre einfach nur ein Cognac aus einem einzelnen Jahrgang. Musste ich mich eines Besseren belehren lassen. Dem ist wohl nicht so. Ja, und den wollen wir jetzt mal ins Glas geben. Einmal Lupe weg. Ich habe hier aber noch ein Sample davon. Da muss ich die Flasche nicht aufmachen. Ich lasse die mal hier so stehen. Der kommt auch wieder weg. So. Wie ihr seht, ich habe hier noch ein zweites Glas. Dazu komme ich gleich nochmal. Eine ganz schöne Zitrus-Ananas-Note. Und ganz, ganz klar erkennbar, dass das nicht einfach nur ein klassisch gelagerter Whisky ist. Also ich finde, der hat schon so was ganz Besonderes. Ich schaue mal eben um die Ecke, ob ich denn den klassischen eigentlich auch nochmal offen habe. Nein, den sehe ich dann nicht, wo er stehen sollte. Dann habe ich jetzt gerade keinen Craigellachie offen. Das hätten wir auch nochmal gerne vergleichen können. Aber das ist, Ananas gewinnt jetzt hier gerade gegen die Zitrone. Eine ganz klare Ananasnote. Schön süß allerdings alles. Und so, es riecht schon cremig. So ein bisschen wie ein Ananas-Sahne-Bonbon, finde ich. Ja. Wollen wir mal sehen, wie er schmeckt. Schön voll, ganz klaren Craigellachie. Da sind schöne Karamellnoten mit dabei. Vanille diesmal gar nicht. Die Süße ist da, nicht aufdringlich. Geht auch so langsam in den Hintergrund. Dadurch, dass der Mundraum natürlich jetzt völlig geflutet ist und alle Höhlen, die sich so im Kopf vielleicht befinden, also nicht die ganz große Höhle, aber alle kleinen füllen sich jetzt natürlich hier mit den Aromen. Deshalb riecht man natürlich auch noch mal viel intensiver und viel mehr. Eine ganz klare Armagnac-Note, also das ist vielleicht vergleichbar mit einem, für die meisten mit einem Cognac oder einem Weinbrand.
Wahrscheinlich werden noch nicht alle einen Ammoniak im Glas gehabt haben. So ein bisschen Traube hat es vielleicht auch noch. Und ganz angenehm. Schön weich, trotzdem nicht so glatt gebügelt. Der hat noch so ein bisschen Ecken und Kanten, wie Craig Gellery das eigentlich immer hat. Ganz, ganz leichte Bitternote, nicht störend, aber da. Vollmundig, sehr schön. Also das ein bisschen Holz, vielleicht sogar ein bisschen Leder dabei. Aber alles in einem angenehmen, angenehmen Rahmen, sag ich mal. Es ist nichts, was da so sehr stört, hervorsticht. Es ist alles, es unterstützt sich quasi alles so ein bisschen. Also gefällt mir wirklich gut, sehr lecker. Besonders für den Preis, der ist unter 50 € zu haben, ist das ein echter Knaller, finde ich. Das ist auch nochmal sowas, was unter dem Weihnachtsbaum kommen kann. Und der kann auch gerne am Weihnachten schon aufgemacht werden. So, aber ich habe noch ein zweites Glas. Und in dem zweiten Glas würde ich gerne den Glenmorangie, und ich meine, der ist nämlich hier im, nicht, dass ich den falschen gegriffen habe, genau, der ist im Cognac-Fass gelagert und, tralala, auch 13 Jahre alt. Mal sehen, was da noch so übereinstimmt. 46 Volumenprozent hat der auch. Glenmorangie färbt allerdings. Also, da haben die irgendwie diesen Spleen, es muss alles nach Glenmorangie auch aussehen. Deshalb ist auch alles ein bisschen orangey. Ja. So. Und der hat mir, obwohl es nicht so aussieht, meine ich, hat er mich nicht so unglaublich überzeugt. Ich bin ein großer Glenmorangie-Fan. Aber weiß nicht, da, ich habe jetzt irgendwie keine gute Erinnerung daran. Wirkt viel runder, viel süßer. Er wirkt ein bisschen, also der wirkt klarer dagegen. Hat dieses ganz klassische Glenmorangie-Ding. Also in Glenmorangie riecht man da schon raus. Die Ananas ist auch wieder da. Die hat sich ja quasi Glenmorangie. Hätten sie eigentlich nur Orange auf die Fahne schreiben müssen, aber da ist überall die Ananas drin. Durch diese unglaublich hohen Brennblasen ist das ja auch immer ein sehr leichter und süßer Whisky. Ja, wollen wir schauen, wie der schmeckt dazu. Der verschwindet so ein bisschen. Also, es ist ja wirklich so, wenn ihr was probiert, solltet ihr vorher nichts Heftiges gegessen haben oder nochmal Parfum aufgetragen haben oder ein Kaugummi gegessen haben. Das belegt natürlich unheimlich den Mundraum und und. Also, nach einem schönen Zwiebeldöner schmecken Whiskys immer irgendwie komisch und anders. Genauso mit dem Rauchen und und. Und nachdem man diesen Craig Gellery, der schon ordentlich Aromen hat, getrunken hat, verschwindet der. Jetzt hat der Craig Gellery übrigens so ein bisschen so eine Schwefel- und auch eine leichte Käsenote. Aber das weiß auch nicht, das stört irgendwie nur. So, mal sehen, ob der zweite Schluck da irgendwie besser ist. Ja, der zweite Schluck ist auf jeden Fall besser. Der erste hat den Craig Gellery so ein bisschen weggespült. Der hat ordentliche Holznoten,
Der ist mir aber ein bisschen zu trocken, muss ich sagen. Alleine, wenn man vom Glenmorangie eigentlich immer so ein leichtes, süßes, süffiges Aroma hat, ist ja schon ganz schön trocken. Eine ordentliche Holznote hatte auch. Muss sagen, dass ich da die Holznote auch stärker empfinde als die Cognacnote selber. Das ist wieder beim Craiglechie nicht so. Also müsste mich entscheiden, würde der Craiglechie gewinnen. Ich kann ja den Glenmorangie nochmal hier hochholen, muss ja nicht in der Versenkung stehen. Also dafür, dass der allerdings auch wesentlich teurer ist, muss ich sagen, gefällt der mir eindeutig besser. Das ist ein wirklich, wirklich schöner Whisky. Eine Schwefelnote vielleicht. Nicht, dass Craiglechie dafür nicht sowieso berühmt berüchtigt wäre. Ja, ich kann es nur wiederholen. Der Sieger ganz eindeutig nach Punkten, und zwar nach allen Punkten, ist der Craiglechie. Tja, Glenmorangie, tut mir leid. Beim nächsten Mal vielleicht. Ja, mehr bleibt mir dazu eigentlich nicht zu sagen. Die Hard Facts sind schon durch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, und ihr könnt mich gerne liken, disliken, kommentieren. Ich antworte übrigens auch. Ja, und wenn ihr mich abonniert auf YouTube und auch gerne auf Instagram, dann verpasst ihr auch kein Video vom Tasting Nerd. Bis dann.